Mahlzeit, Freunde. Willkommen zurück bei Cult of the Lamp. Und es geht wieder zurück in den Düsterwald. Diesmal Runde 4 von 4. Und danach müsste der Boss kommen. Ich würde sagen, los geht's. Nicht lang schnacken, gleich rein da in den Dungeon. Wenn das Spiel laden würde. Dankeschön. So, das ist ein Schwert. Das nehmen wir. Tentakeln habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Da sehe ich mich schon eher. So. Um ab hier, stirb doch! Das ist ein schwaches Schwert, ich finde. Trash. Trash, Freunde. Wir gehen erstmal weiter hoch und gucken, wo wir rauskommen. Stirb. Mir fällt gerade auf, ich habe keine Dämonen mitgenommen. Ich bin nicht gerade, warum das so lange dauert hier alles. Ah, ich kenne Dämonen mit. Fick Scheiße. Okay, easy. Ohne Dämonen. Da könnte der Boss natürlich tot werden. Aber wir schauen mal. Ich muss halt nochmal zurück, ne? Das ist halt irgendein Raum. Nicht, dass noch welche coolen Tarotkarten oder ein Relikt ist. Das wollen wir natürlich nicht vergessen, Freunde. Da müssen wir hier nochmal schnell Zap-Zap rüber hier, siehste. RP. Oh, das ist ein Herz. Nehme ich auf jeden Fall. Relikte Karte wird aufgedeckt. Das gibt mir Relikte. Eine aufgedeckte Karte, das finde ich also absolut gar nicht. Was gut ist? Nope. Auslauf. Und so in Ruhe. So ein Fragezeichen. Das wäre interessant. Hier gibt's Leben für eine Karte. Weiß ich nicht. Geld für Tod. Geld für Tod? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal nach... dahin. Ich will wissen, was das Fragezeichen ist. Was meinst du? Naja. Kann ich vielleicht nochmal auf den Tod machen? Nö. Nee, aber ich kann nicht zerstören. Der Typ, wobei ich seine Frau geklatscht habe. So. Ach, Mini-Boss. Ach du Scheiße. Okay, das ist halt easy. Ja, was meint ihr, wie viel Leben ich hier verliere? Wo soll ich mit den ganzen Herzen hin? Kann ich irgendwie ein Geld oder Eifer umtauschen? So, zap, zap. Kommt diese Runde sogar schon der Vermünzung mit Interessen wäre. Kommt diese Runde sogar schon der Boss. Ich weiß es gar nicht. Geht mal Interessen Gift, das ist toll. Ich habe keinen Giftschutz, das ist super. Oh, kriegen wir die Info. Oh, die Tiere, ich hasse sie. Das ist eine rote Tier, aber das klingt ja doch nicht. Aber mir egal, sie ist tot. Haha. Ah. Was die ist? Den Sturm aus dem Blitzen. Das klingt erotisch. Die Sache ist halt hier, Freunde, zu oft spenden, wenn er gleich irgendwann gefickt. Wenn wir vorher das ganze Zeug klauen von ihm. Ich glaube, jetzt müssten wir gehen. 46 Dollar ist jetzt der Bringer. Ach, komm, ich mach's einfach nochmal. Wird aufgeladen, okay. Dann können wir ihn jetzt ausrauben. Aber nicht vorher das Geld klauen, Freunde. Und dann hingehen und sagt er hier, es ist totes Geld, es gehört hier gar nicht. Und dann zieht er uns, glaube ich, nochmal ein bisschen ab. Kann ich angreifen direkt mehr, ne? Na gut, weiter geht's.
Wer ist denn her? Klunko und ach, die beiden! Toll. Ich dachte, die gehen mir morgen Bett oder. Keine Ahnung. Kann ich die klatschen? Ja. Toll. Voll über die Brühe. Schnell. Aufladen. Was hat ihr gutes für mich? Bitte besser. Schwarzen. Immun gegen Gift. Das ist zwar nicht ganz gut, aber da wir jetzt hier raus sind. Ach, ist doch ein Witz. Nee, komm mal. So, Freunde, Bosskampf. Ab geht es. Immer schön die Startung kaputt machen. Müssen wir jetzt zeigen, wer hier. Was ist denn das für ein Ding? Ah! Es verfolgt mich! Junge! Ein Projektil. Nee. Gut, die Handschuhe finde ich ganz cool tatsächlich. Die sind nämlich nicht so langsam, also nicht zu langsam. Was haben wir denn hier? Füge allen Gegnern Schaden entsprechend der Menge deiner Tarotkarten zu. Aha. Ach, naja. Die brauche ich eigentlich nicht, auch keine Knochen und Häppchen. So, ne. Problem ist, ich habe keine, also nicht viele Tarotkarten. Aber da ich das Mittel ist und das ist vielleicht besser als andere. Gerade auf wegen dem. Eventuell ein blauen. Was ist denn das? Blauen Herz. Verdammte Würfel, ach so. Okay. Klingt an sich cool, aber. Nö. Treffen wurde, wäre es ja Premium, ja? Mehr! Ja. Oh, da ist was Gutes drin. Da ist nichts drin! Was? Das ist doch wieder rot. Warum sind die alle rot? Nicht alle, aber manche. So, wir sind ein Special Gegner. Wow. Raus, komm raus, ja, du wirst gepackt. Komische. Raupen, Wurm, Blume. Ah, das war ganz schön gemein, Kollege. So. Boom, meine Damen und Herren. Pardon. Das Siegel ist gebrochen, das heißt, jetzt müsste doch schon der Boss kommen, ne? Wer war das? Leschi? Was? Leschi? Jo, wie Marshalls. Na, kennst du mich noch? Beende das. Ich bin gespannt, was der Bruder als Löschen zum 3.0 kann. Drei noch. Löschen. Mit Verband und ein bisschen zombie-mäßig. Gut, ich habe keinen Alpha mehr, schon mal schlecht. Ich wollte uns jetzt erstmal nicht stören. So, was macht ihr? Achso, ich habe ja noch so ein Ding hier, ne? Das habe ich ja ganz vergessen. Ich muss noch kurz auf den Aufwärmen, ja. Eine Menge an heftigen Typen. Oh. Jo, entspann dich. Meine Güte. Was macht der hier für eine Welle? Oh, wie sieht er denn aus? Ah, lol. Dich nicht mit. Du siehst lustig aus. Du kommst nicht nach Hause. Das lohnt sich ja richtig, so einen Boss zu killen. So einen richtigen Boss. Der Wolleck.
So, hier haben wir ein bisschen Kleinholz, ein paar Knochen mit, auch wenn ich nicht weiß warum, weil ich 400.000 habe. Aber wir nehmen sie mit, einfach weil ich es kann, Freunde. Ihr wisst doch, kein Knochen im Feind. Zap, zap, so, du und du noch und dann können wir zack abhauen. Ketzer besiegt. Er war tatsächlich leichter als seine Anhänger, ne? Hörte der Seelen. Führe sie ins Jenseits, auf dass sie nicht vom Wege abkommen. Ja. Wenn du das sagst. Wer auch immer damit gesprochen hat. So, jetzt gehen wir natürlich nochmal hier zum Big Boss-Typen. Und tauschen unsere neuen Steinchen ein. Gut. Natürlich will ich mehr. Ah ja, betritt es einmal täglich, während die sterbliche Zeit stillsteht. Okay. Oho. Du kannst das Fegefeuer nur einmal täglich betreten. Solange du dich im Fegefeuer befindest, wird die Zeit... Okay. Okay, krass. Klingt wie so ein Never Ending Dungeon. Oh, ist okay. Okay. Die Kette sieht nicht so cool aus, ja, aber die Kette letzte Runde sah besser aus. Ja, das ist eine Doktrin, ne? Das soll eine Doktrin sein. So. Die Kette sieht zwar aus. Gib sie mir! Eine Tierform ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung, Freunde. So. Wir gehen mal kurz in die Stadt, gucken, was hier los ist, ob irgendwas noch schief gegangen ist. Er hat ein Level, nice. Er ist auch quasi so gut wie tot. Halt, bevor ihr auch stirbt von den ganzen Rentnern. Stufe 7 Anhänger. Du, Stufe 4. Ich würde gerne jemanden opfern. Stufe 4. Hab ich hier auch so eine Lusche, die alt ist? Stufe 5. Ja, siehst du. Gerade noch ein Level kriegt und jetzt dient er schon als Opfer einer bezahnten Vagina. So, Freunde. Damit haben wir die nächste Welt freigeschaltet. Anura, man kennt sie ja von damals. Aber... es ist halt nicht mehr alles dasselbe wie früher, ne? So. Was geht hier ab? Grundstoff brauche ich eigentlich gar nicht, aber... Scheiße. So, gucken wir mal kurz hier rein. Können wir hier was Neues machen? Krone. So, eine neue Doktrin, ne? Kommt, meine Lämmer, kommt zu mir! Besitz und Ordnung, Besitztümer. Eins von beiden würde ich nehmen. So. Wir nehmen erstmal das weiterhin. Begräbnis. Führe in deinem Tempel ein Ritual durch, um ein Begräbnis für einen deiner kürzlich verstorbenen Anhänger durchzuführen. Mhm. Was? Respektiere deine Ältesten. Okay. Alle Kultmitglieder kriegen die plus 5 Glauben. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Da werden ein paar alte Dorffeste, da muss man Rotte lachen. Wenn aber was schief läuft, dass der Glauben runtergeht. Das ist eigentlich ganz nice. Ist ja unwichtig erstmal.
So, Rituale. Können wir noch einen Opfer opfern? Also einen alten Sack hier mal. Opfer des Fleisches. Für das Opfer des. Okay. Wir können jemanden wiederholen. Könnten wir. Haben wir irgendeinen Opa? Ja, da steht doch schon einer. Der Teddybär in der Hand. Wer ist denn ja alt? Keiner? Was sind diese dummen, hässlichen Schweine? Die will ich gar nicht. Warum kann ich denn keinen von den Alten mehr opfern? Okay. Dann nicht. Dann beleben wir einfach einen wieder. Und einen von den coolen Jungs. Und zwar 9, 6, 12, ja, Möglichkeit. Okay, ja, kann wegbleiben. Keine guten Toten. Ich hab wirklich keine guten Toten. What the fuck? Das ist ja ein 12er hier oben. Den könnte man nehmen. Muss er da. Na komm. Du darfst wieder leben, mein Freund. Ah. So, noch eine kleine Predigt reindrücken, damit sich alle wieder freuen. Dann holen wir noch unsere neuen Kumpels. Perfekt, dankeschön, dankeschön. Ihr geht raus spielen, ja, wir haben schon alle Level, das ist mir aber erstmal egal. So, du bist cool. Meine Krone. Ja. Die ist vielleicht nicht mehr da. Nein, jetzt habe ich ihn. Oh nein, ich habe ihn umbenannt. Scheiße. Soll ja schon ja wissen, wer ist Farbe, wollte ich da noch nehmen, genau. Schön das Lila oder so. Oder mache ich so wie alle. Oh, weiß, auch cool. Na ja, komm. Er hat halt nur Scheiße, ne? Ah, ist okay. So. Du kannst, weiß ich nicht, mich anbeten, aber auf Prinzip. Aber dann kriegst du tatsächlich noch ein Geschenk von mir. Zwar auch eine coole Kette. Qualität. Naturheitskette. Bonusressourcen. Wird nie schlafen. Leben doppelt. Ja, komm, das kann ich dann leben. Ja, jetzt geh arbeiten oder mach Sachen, keine Ahnung. Tu Dinge. So, Freunde, und ich würde sagen, für dieses Mal war es das auch schon wieder. Beim nächsten Mal geht es tatsächlich weiter mit dem Fegefeuer. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dahin.